Passagiere, die für Donnerstag einen Flug von oder nach Köln-Bonn gebucht haben, werden gebeten, sich bei ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter über den Status ihres Fluges zu informieren, bevor sie zum Flughafen anreisen, hieß es vom Airport. Nur trifft diese Aussage nicht nur auf den Flughafen Köln-Bonn zu, sondern auch viele andere. Heute ein sehr kurzes, aber wichtiges Video. Ich begrüße dich zu einem weiteren Beitrag hier und danke dir fürs Einschalten. Sofern dich Tipps und Themen zu USA interessieren, bist du hier genau richtig. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Das wird nicht nur zu langen Wartezeiten führen, es wird auch mit vielen Flugausfällen gerechnet. Ein regulärer Betrieb ist unter diesen Umständen nicht möglich. Manch einer denkt sich vielleicht, dass er davon nicht betroffen sein würde, weil er mit einer amerikanischen Airline fliegt. Zu dumm nur, dass besonders Beschäftigte der Fluggast-, Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen die Arbeit niederlegen sollen. Heißt im Klartext, dass davon alle Airlines betroffen sein werden. An den Flughäfen in Hamburg und Berlin werden am Donnerstag keine Passagierflüge starten. Das teilten die Flughafengesellschaften in den beiden Städten mit. Am Flughafen Berlin-Brandenburg fallen damit 170 Starts aus, in Hamburg wurden 126 Abflüge annulliert. Betroffen von dem Streik sind auch Bremen, Hannover, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt am Main und Stuttgart. Naja, und eben Köln-Bonn. München und Nürnberg werden nicht bestreikt, weil für die Beschäftigten dort eine andere Tarifstruktur gilt. Dennoch kann es dort zu Schwierigkeiten kommen, wenn beispielsweise eine Zwischenlandung in Frankfurt auf dem Plan steht. Lufthansa bietet ihren Kunden umfangreiche Umbuchungsmöglichkeiten an. An den Flughäfen Frankfurt, Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Dresden und Erfurt sollten die Passagiere nicht zum Flughafen kommen, da ein Einstieg dort nicht möglich sei, warnte das Unternehmen am Mittwoch in ihrer App. Dies gelte auch für Kunden, deren Lufthansa-Reise mit dem Zug beginne und die in Frankfurt ins Flugzeug steigen wollten. Das Unternehmen forderte Kunden auf, die Flüge über die App selbstständig umzubuchen oder sich an ein Servicecenter zu wenden. Es sei für sämtliche Passagiere, die für Donnerstag nach Frankfurt gebucht sind, ab sofort möglich, ihre Flugscheine in ein Ticket der Deutschen Bahn umzutauschen. Das dürfte USA-Reisenden wohl nicht sonderlich weiterhelfen. Bei der Annullierung oder Verspätung von Flügen haben Fluggäste einen Anspruch auf Entschädigung. Die Airline kann die Zahlung nur dann verweigern, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen. Darunter versteht man Umstände, die für die Airline nicht beherrschbar sind. Das kann zum Beispiel auch ein Streik sein. Entschädigung hin oder her. Wer seine USA-Reise nicht zum gewählten Zeitpunkt antreten kann, der verpasst auch eventuelle Anschlussflüge innerhalb der Staaten. Die Mietwagenbuchung dürfte ebenso gefährdet sein und sämtliche Unterkünfte würden sich im Termin verschieben oder müssten zum Teil zumindest aufgeholt werden. Ein unendlicher Rattenschwanz, der daran hängt. Die Frage ist dann noch, ob es am Freitag so viel besser wird. Der Streik endet zwar direkt am Donnerstagabend wieder, aber dadurch verschwinden ja auch nicht die ganzen Fluggäste. Nun ja, ich wollte dir noch eine kurze Info zu geben, falls du noch nichts davon gehört haben solltest. Ich bin dann auch schon wieder weg. See you soon.